Liebe Freunde, wenn Sie meinen, unsere Politik ist nicht nur, was die Bundesregierung angeht, komplett durchgeknallt, nein, auch auf lokaler Ebene haben wir es eigentlich nur noch mit Leuten zu tun, wo ich mich wirklich frage, was machen die da, wieso sind die überhaupt da und die müssten weg. Also ich zeige Ihnen gleich mal hier eine Geschichte. Dort muss wegen eines aufgepinselten Radweges, eines sogenannten Pop-up-Radweges, müssen Leute aus ihren Wohnungen ausziehen, müssen sich eine neue Bleibe suchen und der Eigentümer wird möglicherweise bankrott gehen, weil er seine Wohnung in den oberen Etagen nicht mehr vermieten kann. Sie wollen mehr wissen, bleiben Sie dran. Also, liebe Freunde, ist also wirklich unglaublich, was für Possen sich unsere Politiker ausdenken und machen. Und dass sie damit dann ihre eigenen Leute extrem schädigen. Also was ich hier sehe, ich zeige Ihnen das mal, das ist wieder kompletter Wahnsinn. Gucken Sie mal. Apollo, neueste Nachricht. Pop-up-Radweg blockiert Feuerwehrzugang. Hunderte Wohnungen dürfen nun nicht mehr bewohnt werden. Gut, das ist wohl hier ein Foto aus der Bauphase, aber ich habe eben mal Google Earth mir angeschaut und so können wir uns mal die aktuelle Situation begucken. Also das ist wieder. Hunderte Mieter verlieren wahrscheinlich ab dem 1. November ihre Wohnung, weil wegen eines neuen Pop-up-Radwegs in Berlin-Charlottenburg der Brandschutz nicht mehr gewährleistet ist. Der 2020 eingerichtete Radweg blockiert einen Feuerwehrzugang. Das ist also wirklich unglaublich. Moment, ich muss hier mal was ändern, damit wir nicht so viel Lärm haben. So, gucken Sie mal, liebe Freunde. Wie die Berliner Zeitung am Samstag berichtet, droht ab dem 1. November hunderten Mietern in Berlin-Charlottenburg die Wohnungslosigkeit. Grund ist der mangelnde Brandschutz wegen eines Fahrradwegs in der Kantstraße. Wie gesagt, der wurde 2020 eingerichtet, also ein temporärer Radweg auf der Fahrbahn. Am rechten Rand der Fahrbahn, so jetzt blende ich Ihnen mal das Foto dazu ein. Am rechten Rand der Fahrbahn verläuft der Radweg, Sie sehen, und dann kommen Parkplätze und dann die Spur für die fahrenden Autos. Aufgrund dieser Konstellation ist der Brandschutz für die Wohnung auf der dritten Etage nicht mehr gewährleistet, denn sehen Sie sich das an, Sie können auf dem Radweg kein Feuerwehrauto parken, das ist zu schmal. Und wenn Sie dann auf der Fahrspur Ihr Feuerwehrauto aufstellen, bin kein Brandexperte, werden Sie wahrscheinlich aufgrund der Schräge mit der Leiter nicht mehr hochkommen. Müssen Sie näher ran ans Gebäude. Ja, nun heißt es also so, dass die Leute ab der dritten Etage, wenn es brennt, nicht mehr gerettet werden können, sofern sie nicht durchs Treppenhaus kommen. Und das Gesetz sieht eben vor, dass bei Häusern bis zu einer Höhe von 22 Metern ein zweiter Fluchtweg gegeben sein muss. Der ist eben nicht gegeben, weil die Feuerwehr nicht mehr ran kann. Geh mal weiter zurück. Ja, liebe Freunde, ich meine, das ist ja nun keine allzu komplizierte Regelung irgendwie, die eigentlich jeder Idiot sofort erkennen müsste. Wie kann man dann so einen Pop-up-Radweg machen und vor dem dann Parkplätze? Generell, wenn die Straße es eben nicht hergibt, kann man da eben gar keinen Radweg machen. Das heißt also, wenn das jetzt wirklich so durchgezogen werden wird, müssen die Leute raus, müssen sich neue Wohnungen suchen. Wenn die schon ein bisschen länger im Mietvertrag haben, wird es wahrscheinlich deutlich teurer werden mit der neuen Wohnung. Und die Eigentümer, mal gucken, wie hoch die Gebäude sind, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, die werden wahrscheinlich die letzten 4 Etagen nicht mehr vermieten können. Überlegen Sie mal, dann sind 50% Ihrer Mieten weg und wenn Sie noch einen Kredit drauflaufen haben oder so, dann geht die Kiste wahrscheinlich in den Zwang. So sieht's aus. Und es ist unglaublich, was sich manche Städte hier leisten. Man muss die Verantwortlichen wirklich heranziehen und auch den Zugriff auf ihr Privatvermögen zulassen. Also ich bin eindeutig für finanzielle Politikerhaftung. Denn wie kann man so einen absoluten Irrsinn machen? Und diese Pop-up-Radwege habe ich sowieso schon immer gehasst. Was soll das? Und ich weiß auch nicht, ob es sinnvoll ist, in solchen großen Städten dann mit dem Rad rumzueiern. Gut, auf dem Radweg geht es vielleicht noch, aber sonst ist es auch zu gefährlich. Ich fahre auch sehr gern Rad, aber dann zu sportlichen Zwecken, indem ich damit trainiere, aber ein Rad im Verkehr zu benutzen, das würde mir niemals einfallen. Ja, liebe Freunde, es ist wirklich Wahnsinn. Hinzu kommt auch noch, wenn Sie da ein leeres Dachgeschoss haben, das würden Sie gerne ausbauen, dürfen Sie natürlich auch nicht. Wer bezahlt die ganzen Schäden? Was machen die Städte da? Es ist eigentlich nur noch kompletter Irrsinn.
Ja, liebe Freunde, und das Lustige ist, die Bewohner sind hier über diese Problematik noch nicht mal informiert worden. Nicht? Da gehen sie früh runter zu einem Briefkasten, machen den Briefkasten auf und kriegen dann kurzfristig ein Schreiben von der Stadt. Ja, nächsten Monat müssen sie raus. Aber gut, liebe Freunde, ich habe ja schon ein paar Mal über die von mir absolut nicht geliebte Stadt Lübeck in Schleswig-Holstein berichtet. Das ist das Schilder der Bundesrepublik. Die haben es sogar geschafft, vor geraumer Zeit eine vierspurige Straße, also eine Straße mit zwei Fahrspuren für jede Fahrtrichtung, die immer verstopft war, weil so viel Verkehr war, die haben sie zweispurig gemacht. Das heißt nur noch eine Fahrspur für jede Richtung. Ja, und die wollten wissen, ob es besser wird mit einer Fahrspur. Aber was soll ich Ihnen sagen? Eine Straße mit vier Fahrspuren, die permanent verstopft war, da ist die Verkehrssituation nicht besser geworden, als sie nur noch eine Fahrspur für jede Richtung hatte. Und das hat Millionen gekostet, dieser Versuch, dieses Konzept. Ich meine, selbst ein Kindergarten-Vorschulkind hätte verstehen können oder hätte in der Prognose auch schon gesagt, das kann nicht funktionieren. Das ist wie, wenn Sie eine Wasserleitung, wo Sie nicht genügend Wasser rauskriegen und wo Sie dann sagen, naja gut, dann machen wir die Leitung mal kleiner, machen wir den Querschnitt kleiner und dann kriegen wir vielleicht mehr Wasser raus. So auf diesem intellektuellen Niveau bewegen wir uns. Der Bausenator, der jetzt in Berlin den Nutzungsstopp macht, der ist von der CDU. Ich weiß allerdings nicht, wer das damals veranlasst hat, ob das ein CDU-Mensch war auch oder ein Sozi oder ein Grüner. Ja, so ist es, liebe Freunde. Und da wird sich bei unseren Politikern nie etwas ändern. Ich weiß nicht, wie die zu diesen genialen Ideen kommen. Was geht da in dem Oberstübchen vor? Was ist das? Also ich habe so langsam aber sicher den Eindruck, die BRD als Ganzes versinkt, egal wohin sie gucken. Das können sie nach Berlin gucken, wenn sie unseren Freund Habeck sehen oder Baerbock. Selbst unseren FDP-Justizminister, der auch Sachen macht jetzt. Nicht? Sie wissen ja, wenn sie jetzt eine andere Meinung haben als die Regierung, sind Sie jetzt mittlerweile ein Sozialschädling. Da ist ein neues Gesetz eingeführt worden. Das kommt mir langsam vor wie der allgemeine Wortgebrauch bei den Regierungen der DDR. Da gab es auch so ein Wort, auch so ähnlich wie Sozialschädling. Wenn Sie da eingestuft wurden und die Einstufung wie hier bei uns oder Gemeinwohlschädling ist gar nicht klar, dann geht es gleich in den Knast. So sieht es aus. Also liebe Freunde, wir werden von Wahnsinnig regiert und wenn Sie was dagegen sagen, dann kommen Sie gleich hinter schwedische Gardinen. Also in meinen Augen sollte man vielleicht wirklich ein Auswandern immer mehr in die Wahl ziehen, weil in Deutschland oder die ganze Welt lacht noch über Deutschland und dieser Pop-up-Radweg hier, das ist die neueste Entwicklung, als ob man vor 4 Jahren nicht gewusst hätte, wenn man das so macht, dass man dann mit der Feuerwehr und der Leiter nicht mehr rankommt. Das kann mir keiner erzählen, definitiv nicht. Aber die Politik hat es trotzdem gemacht. Ja, ungefähr so ähnlich wie unser Freund Habeck, der uns nach und nach die Energie abschaltet und dann hofft, wir können mit Zappelstrom unsere Industrie weiter betreiben, was bekanntermaßen nicht funktioniert. Naja, gut, das soll es gewesen sein zu diesem Thema, aber als ich das heute wieder gelesen habe, bis zum nächsten Video.